שלום עליכם, גוטן מורגן, היר עם משפחה פוגרם, אין דיידישה גמיינדה פרנקפורט המיין. גיבס נור גינוג פלאץ, ירקנטו איש רויג זיצן, אז גיבס גינוג פלאץ אור דהינטן. אז איזה ישן דה סירדה זייט. ויברדן הויטה לרנן איבר יידישה בגריפה פיר קינדר. אלזו, פילה אלטרן פרגן, וס מוז מיין קינד ויסן פון יידישקייט? 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, was müssen Sie unbedingt wissen? Diese Wörter sind ausgesucht von Kinderspiele, Puzzle, Alphabet in verschiedenen Schulen, kleine Kinder gefragt, auch geforscht, welche Begriffe spricht man in jüdischer Stube, dass ein jüdisches Kind muss wissen diese Begriffe, schon von 3, 4. Und ich gebe euch einen guten Tipp, erklär nicht zu viel die Kinder. Es gibt Codes, so wie ein Kind spielt im Feuer. Was sagst du? Feuer, Strom, Lebensgefahr. Genauso in Jiddischkeit gibt das Code. Mukze, Shabbos, Baltaschris, Bracha. Also gibt es Code. Und diese Code, wenn man lernt das in einer jiddischen Stube, man braucht nicht viel zu erklären. Wir werden diese 30 Codes lernen und ihr werdet sehen, wie gut ist das, dass wir Baruch Hashem haben wir im Weg von Torah, wie sollen wir uns mit den Kindern umgehen. Also, die erste Sache heißt Mode Ani. Man sieht ein Kind früh morgen, die erste Sache, was man fragt, Amarta Mode Ani, hast du Mode Ani gesagt? Wenn er hat nicht gesagt, dann soll er die Hände vor Hände waschen, vor alles Hände zusammen, קופ רונטר ונזגן מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. אז עוד ירס תזכר וסנגידי שסקין מוזביסן, איז מודה אני, זג מודה אני, תגיד מודה אני. וייטר, די צווייטה זכר איז נטילת ידיים. קינדר, ישוודא זגן שון אב צווי דרי ירה, מוזמן שון גיין צום ושבקן, Und am Anfang die Mutter, wenn es geht neben dem Bett, es ist sehr gut. Wenn es geht nicht neben dem Bett, soll man machen in Waschbecken und die Mutter soll nehmen ein Seffel, bitteschön, und soll sie die Kinder 6-mal gießen auf jeden Hand. Das heißt, wenn die Mutter nimmt ein Seffel, dann macht sie Netilat Yadayim auf die Kinder 6-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und aufpassen ohne Bracha. Früh morgen, wenn die Eltern machen mit die Kinder Netilat Yadayim, Nägelwasser. Früh morgen macht man keine Bracha. Bracha für Netilat Yadayim macht man, wenn man isst Brot oder bei Birkot Hashachar. Aber früh morgen, wenn die Mutter macht mit dem Kind Moide Ani und Netilat Yadayim, macht man keine Bracha. Dritter Begriff heißt Asher Yatzar. Jeden jüdisches Kind ab 4 Jahre muss schon Asher Yatzar auswendig wissen. Man nimmt so ein Schild, wenn jemand braucht ein Schild, ich kann ihm eine Kopie machen und man legt das neben dem Toilette und ein Kind, der sagt das jeden Tag 4-5 Mal, er muss Asher Yatzar wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, eine jüdische Stube, wo die Kinder wissen nicht Asher Yatzar auswendig. Wenn ein Kind geht 4-5 Mal in die Toilette, das ist die Bracha, was wird tagtäglich gesagt. Und deshalb diese Bracha ist sehr, sehr wichtig. Asher Yatzar et Adam bechochma. Soll man das lernen auswendig? Einfach hängen ein Schild neben den Toilette. In 2-3 Wochen lernen die Kinder Asher Yatzar auswendig. Vierter Begriff heißt Tzitzit. Ein Kind ab 3 Jahre muss schon mit kleinen Metallit Katan gehen. Man fragt ihn, wo ist deine Tzitzit? Man braucht nicht zu erklären, geh, anziehen, dein unter, dein Tzitzit. Schluss, wie gesagt, alle Wörter, so man in ein jüdisches Haus, nutzen wie Code. Moderni, Netilat Yadayim, Sita, Tzitzit, Lavashta, Asher Yatzar, Amarta. Also die Wörter, so man nicht sagen, bitte sag den Segenspruch nach dem Toilette. Also man braucht nicht jetzt ausführlich, man braucht reden im Code. Weiter, der nächste Begriff heißt Shema Israel. Zweimal am Tag
müssen Kinder sagen Schma Israel. Am Anfang nur die ersten zwei Psukim, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, und Baruch Shem Kevod Malchuto Lolam Vaed. Ich würde empfehlen, jeden jüdischen Mama ab 3 Jahre schon mit ihrem Kind sagen dem ganzen Schma Israel bis Ubisharecha. Ein Kind von 3-4 Jahren, auch wenn er kann noch nicht dem ganzen Schma Israel korrekt aussprechen, aber er kann mit die Mutter oder mit Vater die Ende von den Wörtern beenden. Ubisharech becha, ufkume cha, ukshartam leot al yade cha, והיו לתות עפות בין עיני חר, וכתבתם על מזוזות ביתי חר, ובישה רחר. לילה טוב, גוטה נח, זיסה טרוי ממיינקינד. אלזו מוז אימר, בישמע ישראל, לאות שפרכן, ונאינקינד זול ויסן שמע ישראל, אוסוונדיק. נקסט בגריף הייסט ברכה. ברכה זו מנישט נוצן דם וורד זגן שפרוך, oder Danksagung. Bracha ist Bracha, weil Bracha in die hebräische Sprache hat 2 Bedeutungen. Bracha bedeutet in Ivrit so wie knien auf dem Berg. Also wenn die Kamele gehen runter, muss man knien. Wenn ein Mensch macht eine Bracha, kniet er für Gott. Zweite Sache, Bracha. Bracha kommt von dem Wort Brecha. So wie Schwimmbad. Gibt es im Himmel viel Einfluss. Und wenn man will diesen Einfluss bringen, man bringt diese Bracha runter in diese Welt. Und wenn ein Kind nimmt etwas in den Mund, erste Sache, Bracha, Amata Bracha, und wenn man weiß genau, was hat er genommen in den Mund, soll man nicht sagen Bracha, soll man einfach definieren, die Bracha, er hält Apfel in der Hand, soll man sagen, Amata Etz, er isst Banane in der Hand, sagt man Amata Adama, er isst Saft in der Hand, sagt man Amata Shakolni Abidvaro. Also immer nutzen, das heißt, wenn du sagst Bracha, hast du gewonnen nur ein Wort. Wenn hast du schon auf die Einzelheiten gegangen, hast du 2 Sachen gewonnen. 1, dass er weiß die Bracha. 2, er hört, wie du dir definierst die Bracha. Deshalb, wenn ein Kind isst Brot, soll man ihm sagen, Hamoizi. Und auch erklären die Wörter. Es gibt viele Kinder, sie sagen Hamozi Lechem in Haaretz. Und sie verstehen nicht, was sie sagen. Dann muss man die Kinder erklären. Was heißt Amozi? Mozi heißt, nehmt raus. Was ist Lechem? Lechem ist Brot. Mina Aretz, von der Erde. Und von Zeit zu Zeit die Brachot sagen und die Brachot auch zu erklären. Die Brachot sind Amozi, Mesonot, Haetz, Haadama und Sheakol. Jetzt, wenn man isst Brot und man macht Netilat Yadayim und später macht man Amozi Lechem in Haaretz, braucht man später Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, wenn die Mutter und Vater sagen das laut, mindestens die erste Bracha, also Baruch Ata Azaneta Kol Ose Shalom Bim Roma, wäre genug für kleine Kinder. Genug. Toda Roba. Baruch Ata Adino Eleinu Melech Olam שהכל נהיה בדברו. ונדסל ברכת המזון איזה הרווישתיק, שפילו יש זגן, שתית גשרים בשולחן ארוך, ונימן אחתת אוף ברכת המזון, מובטח לו שלא יחסרו לו מזונותיו. שתית גשרים, גרנטי. ונימן מחת ברכת המזון אוף ברות רגל מסיק, הרד גרנטי זו לרב אימר צוואר זה וס צו אסן. ונימן עד נשצוואר זה וס צו אסן, וורן ליקטס, er macht keine Birkat Hamazon. Also wenn Shulchan Aruch gibt uns Garantie, dass wenn jemand macht Birkat Hamazon, muftach lo, shekol mezonotav metzuim lo bechavod, steht geschrieben, dass wenn jemand macht Birkat Hamazon, es wird ihm versprochen, dass seine Lebensunterhalt, dass sein Wohlstand ist garantiert von Hashem mit Kavod. Und wenn einer hat nicht, heißt, er macht nicht Birkat Hamazon. Also Birkat Hamazon, diese Sache ist sehr, sehr wichtig. Noch eine Bracha, wenn man trinkt Wasser oder man isst Früchte, nicht von 7 Früchte Israel, macht man danach Borei Nefashot. Ich würde sagen, Kinder 4 Jahre müssen schon Asher Yatzar auswendig wissen, Borei Nefashot, Birkat Hamazon, bis Azanet Hakol. Jetzt kommt
paar Begriffen. Dieser Begriff heißt Shabbat. Eltern sollen nicht zu viel erklären, sondern nutzen Kod, wie gesagt. Shabbat, Mukze, Shabbos. Nicht sagen, das, was du hast in der Hand, jetzt darf man nicht am Shabbat, ist unbestattet. Sondern immer erinnern die Wörter. Shabbat, Mutter vor Shabbat sieht, der Kind spielt auf dem Computer, soll sie nicht sagen, schalte aus dem Computer. Was soll sie sagen? Mukze. Shabbos kommt. Wenn er spielt am Shabbat, ist schon Mukze. Aber vor Shabbat soll sie betonen, Shabbat kommt, Shabbat Magia, Shabbat od 5 Dakot, Shabbat od 2 Dakot, od Daka Shabbat. Noch eine Minute Shabbat. Und die Sache muss schon beginnen, 10 Viertelstunde früher, die Kinder sollen hören zu Hause, die Stimmung von Shabbat. Nächster Begriff heißt Nerot Shabbat. Mädelach ab 3 Jahre müssen schon wissen, die Bracha von Ladlikner Shel Shabbat. Und sollen sie nach verschiedenen Bräuchen mit die Mutter zünden die Nerot Shabbat. Und das ist eine gute Sache, das ist eine tolle Erziehung für Mädelach, sollen sie Kerzen zünden. Der nächste Begriff heißt Mukze. Alle Sachen, ein ganz kleines Kind versteht noch nicht Mukze. Aber ich werde ab 2-3 Jahre beginnen schon die Kinder, wenn sie etwas anfassen am Shabbat, was am Shabbat ist nicht bestattet, Geld, Kuli, Telefon, er will anmachen den Fernsehen. Was soll man sagen? Mukze, Mukze, Mukze. Soll er immer hören den Begriff Mukze. Mukze bedeutet, am Shabbat nicht bestattet. Es gehört zu etwas anderes, gehört nicht zum Shabbat. Deshalb das Wort Mukze ist ein Begriff, was in jedem jüdischen Haus muss man wissen. Und wiederholen mehrere Mal, bis die Kinder lernen, das Paar spiele. Und die Kinder sollen kommen zu Papa. Papa, ist Monopol Mukze oder nicht? Ist die neue Maschine mit der Batterie, ist sie Mukze oder nicht? Ist diese Lego mit dem Flugzeug Mukze oder nicht? Und die Gesetze von Mukze sind ohne Ende und ändern sich auch von verschiedenen Alter. Für ganz kleine Kind gibt es einen Begriff für Mukze. Was für die Ältere ist schon 100% Mukze. Also ein erwachsener Mensch wird nicht spielen am Shabbat mit Monopol. Für ihn ist Mukze. Klar. Wieso ist Monopol Mukze? Für Erwachsenen ist Mukze. Ein Erwachsener für ihn, wenn er sieht Monopol mit Geld, mit Rechnungen, er kommt in Gedanken vom Profanen. Ein Kind spielt mit dem Monopol in Fantasie. Aber wenn ein Erwachsener sieht Monopol, dass man verkauft eine Wohnung in Kaiserstraße und es kostet 400.000 Mark, ich habe gesehen, so ein alter Monopol, dann weiß der Rechnungen, er weiß, was ist Hotel, was ist ein Haus, wo lohnt sich zu investieren. Und da kommt er auch in Gedanken. Nein, da kommt. Was ist mit Junior? Es gibt Junior. Da was ist Junior? Junior, da gibt es keine Häuser, da gibt es Kassen. Man stellt überall Kassenhäuschen und kann Geld kassieren, wenn jemand vorbeigeht. Geld in meinen Augen am Shabbat ist Mukze. Geld ist Shabbat Mukze. Aber natürlich, wenn das ist kleine Kinder und denen ist langweilig, sollen sie spielen, ist nicht so gefährlich. Und auch Lego. Die Frage ist, in welchem Alter Lego? Mein Kind ab 11 Jahre am Shabbat passt nicht Lego. Soll er lieber in dieser Zeit lesen, machen was anderes. Aber kleine Kinder, 5 Jahre, 6 Jahre und auch in Lego selbst gibt es Lego mit elektrischen Sachen. Das geht auch nicht am Shabbat, das ist Mukze. Also die Frage ist, welches Alter? Deshalb Mukze ist ein Begriff, den man muss immer lernen, was ist Mukze und wie ist Mukze und was macht man, wenn es gibt Mukze auf dem Tisch. Und es gibt viele, viele Halachot von Mukze. Aber wie gesagt, die Kinder nicht zu viel erklären. Immer sagen, das ist Mukze. Nächster Begriff heißt Baltaschris. Baltaschris ist ein Begriff, der in ein jüdisches Haus muss mindestens jeden Tag gesagt werden, 4-5 Mal. Was ist Baltaschris? Baltaschris bedeutet Verschwendung, verschwenderisch. Wenn ein Kind nimmt Toilettpapier, 2 Meter, das ist Baltaschris. Wenn ein Kind duscht mit Shampoo und das Shampoo ist geblieben offen und die ganze Shampoo ist geschüttelt in Badewanne, das ist Baltaschris.
Und egal was du erklärst, die Kinder, das ist Shampoo, warum hast du nicht geachtet, die verstehen nicht. Wir müssen unsere Kinder immer den Begriff von Baltaschris so reinsetzen in den Kopf, dass sie selbst zweifeln, ob etwas ist Baltaschris oder nicht. Ein Kind kommt von der Schule, seine Tasche ist voll. Normale Mutter sagt, sag mal, warum deine Tasche ist voll? Warum ist die Kuchen und Früchte noch drinnen? Jüdische Mutter sagt, das, was in deiner Tasche heute, ist pur Baltaschris. Ich habe dir vorbereitet Essen, ich habe dir vorbereitet Sandwich, ich habe dir vorbereitet Früchte, die sind jetzt kaputt. Jemand konnte davon genießen, das, was du tust jetzt, das ist Baltaschris. Ein Kind kommt und er hat mit seinen Schuhen schlecht gespielt. Die sind zerrissen. Anstatt zu schreien auf ihn, warum hast du zerrissen deine Schuhe, der kapiert nicht. Wir müssen in seinen Kopf mehrere Mal den Begriff Baltaschris. Das, was du tust, Baltaschris ist ein Charakter, die auch manchmal Kinder in Natur haben. Ein Kind kann bauen eine Duplo und der andere kommt und macht ihn kaputt. Gibt so einen Charakter, ich weiß nicht von wo sie kommt, sie ist Baltaschris, sie ist zu verschwenden. Die nehmen auch manchmal Ketchup und machen von überall zu viel. Immer nutzen die Wörter Baltaschris. Zu viel Ketchup, Baltaschris. Zu viel Mandalach bei die Suppe. Also ein Kind manchmal öffnet, stupt da rein einen ganzen Berg und isst nicht später. Du kannst schreien auf den Mandeln. Aber wenn du schreist auf den Mandeln, denk doch auf seine Eltern, vielleicht meine Eltern sind geizig. Ah, die wollen nicht, dass ich esse zu viel Mandel. Also wir müssen immer basieren unsere Erziehung auf dem Chinuch von Torah. Ingele, das ist Baltaschris, was du tust. Das ist zu viel. Und deshalb, beim jüdischen Haus, werft man nicht. Wir machen jeden Sonntag extra für die Kinder Challes, die geblieben von Schabbes, gebraten mit Ei, um zu lernen, dass man macht kein Baltaschris. Brot wird nicht geschmissen in ein jüdisches Haus. Das habe ich bei meinen Eltern gesehen und das machen wir auch bei uns zu Hause. Natürlich am Sonntag kann man kochen was Neues. Nein. Solange hat man nicht beendet das Essen von Schabbes, alles Neues ist Baltaschris. Und man werft nichts. Man isst alles. Und schon das jüdische Essen von ihrer Natur sieht man, das hat man immer verwendet, die alten Sachen noch einmal. Gefüllte Fisch hat man gelegt dem alten Bräut, hat man gemacht Kreplach mit Hackfleisch, hat man gemacht Pitscha von den Füßen, von den Beindalach, hat man gemacht Joch von der Suppe. Also hat man immer verwendet dem Huhn, der war früher in der Suppe, der landet später in dem Topf von der Hauptspeise. Also hat man im Maximum Energie rausgenommen dem Hähnchen, soll er überall sein Keuer geben. Und wenn man nutzt etwas umsonst, das ist Baltaschris. Und wenn ein Kind fragt noch eine Portion, sagt man, du wirst essen oder nicht. Deshalb das Wort Baltaschris ist eine von den Grundsätzen, die in ein jüdisches Haus gesagt werden muss. Kleider, Badezimmer, egal was man sieht, das Kind und die Eltern natürlich müssen auch selbst vorbildlich sein für Baltaschris. Sollen sie einfach nicht verschwenderisch Sachen rausgießen. Und wenn es bleibt etwas, bleibt ein bisschen Wein vom Schabbes. Und ein Mensch hat keine Lust, während der Woche den Wein zu beenden. Zeig die Kinder, ich nehme den Wein, schläge das in der Speise jetzt, damit soll nicht sein Baltaschris. Zeig du, die Kinder, dass du nicht Baltaschris tust. Dass alle Sachen, die geblieben in den Kühlschrank, macht man und man verwendet das weiter. Es gibt sogar, manchmal bleiben alte Tomaten. Was macht man mit den alten Tomaten? Shakshuka, Soße. Also, Sie wissen, Kinder lieben Shakshuka. Das ist eine gute Speise. Und von was macht man Shakshuka? Nicht von guten Tomaten. Wenn jemand macht von guten Tomaten Shakshuka, was macht er? Baltaschris. Schade. Gute Tomaten verwendet man für gute Sachen, für Salat, harte Sachen. Für Shakshuka verwendet man Sachen, die man braucht. Und so weiter und so fort. Immer die Idee von Baltaschris in alle Bereiche. Kleider, Zahnpasta.
Habt ihr gesehen manchmal, wie viel Zahnpasta Kinder rausnehmen? Die stoppen mal rein, geht da raus der ganzen. Und die Banditen heute haben sogar gemacht, die Loch von der Zahnpasta haben sie vergrößert. Von Jahr zu Jahr wird das Loch von der Pasta noch größer. Gibt es noch nur eine Zahnpasta, die sparsam nicht für Baltaschis. Ja, das ist von DDR noch, Iona heißt das, so eine rote, kleine. Aber das ist nicht geeignet für Kinder. Die Erwachsenen dürfen nehmen nur so eine Kerne und die Zähne putzen. Oder in Israel gibt es auch so eine flüssige Zahnpasta, Tiedent. Man nimmt auch Tropfen oder drei und man verschwendet nicht Mundsprüh. Jetzt zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel von Schabbat. Ich weiß nicht, wie es bei euch. Leider in den letzten paar Wochen bei uns jeden Schabbat geht weg eine ganze Mundsprüh. Und ich denke, wieso sechs Leute, sieben Leute beenden in zwei Tagen so eine Flasche von Mundspülen. Habe ich verstanden. Man nimmt viel zu viel, weil man hat kein Maß. Was haben wir gemacht? Wir haben gefunden so eine Spüler, die, wo du druckst und es muss oben dem Kopf gefüllt sein, nur das nimmst du. Und alle anderen Sachen über das, das ist Baltaschris. Also die Sachen soll jeden Vater und Mutter auch zu Hause machen Plätze, um so nicht sein Baltaschris. Bleibt Öl, bleibt verschiedene Sachen, immer versuchen, dass das, was ist geblieben, die Reste, das ist Baltaschris. Ja, jetzt, noch ein toller Begriff, dieser Begriff heißt Eltern Ehren. Amen. Eltern Ehren heißt Kibud Avaim. Ich würde sagen, dieses Wort, man muss die Älteren ehren, Kavod Laba wie immer, muss man sagen, auch hunderte Mal. Irgendwann geht das rein in den Kopf. Anstatt zu schreien jeden Schabbat, warum macht ihr laut? Und warum sagen mehrere Mal, warum kommst du nicht, wenn ich dir rede? Immer sagen dem Wort Kibud Avaim, Kibud Avaim, Ehren Vater und Mutter, Ehren Älteren, Ehren Älteren. Wiederholen diese Satz, es ist tausendmal besser als jede andere Erklärung. Genauso wie Baltaschris kommt rein in den Kopf, muss ein Vater und Mutter sagen, Älteren ehren. Ein Kind sitzt am Tisch und du sagst, sag Dvar Torah. Will ich nicht. Sing, das hast du gesungen im Kindergarten. Will ich nicht. Was sagst du ihm jetzt? Kibud Avaim. Kibud Avaim. Also wenn du ihm sagst, aber mevakesh. Kibud Av, immer mevakeshet, Kibud Em. Also dieser Satz, du bist die Autorität von dem Kind. Und jede andere Methode wird nicht funktionieren. Shev Yafe, Kibud Av. Shev Yafe, Kibud Em. Immer korrekt lecha. Nimm runter den Müll. Und Vater und Mutter sollen auch achten auf dem Kibud Av va Em. Wenn Mutter sagt etwas, und Papa sieht, dass die Kinder haben das nicht gefolgt, der Papa soll rufen dem Kind und sagen, Tagili, mein Kibud immer. Hast du nicht gehört, Mama hat gesagt, Kibud em, miad. Das, was sie hat gesagt, ist schließen. Also die Wörter, lechabed aba, lechabed ima, es ist tausendmal wertvoll, als zu sagen, tausend Erklärungen und Sipurim. Und auch Gott, wenn er wollte dir in einem Satz sagen, dass du deine Eltern ehren, was hat er gesagt? Kabedet avicha ve'etimecha. Er hat ganz kurz gesprochen. Nur von diesem Satz, kabedet avicha ve'etimecha, gibt es hunderte von Gesetzen, die man leitet von diesem Pasuk. Nur von diesem Pasuk. Und was hat er gesagt? Kabedet avicha ve'etimecha. Er hat nicht gesagt viel mehr. Weiter. Dieser Begriff ist auch sehr wichtig. Kasher oder lo kasher? Aber ze kasher? Ken. Aber ze kasher? Lo. Schluss. Und so spart man Diskussionen überall. Und wir werden auch bald sehen, dass man braucht nicht die Kinder sagen, man soll sagen umgekehrt. Soll er verstehen, ata chalavi, du bist milchig oder du bist fleischig. Und ihm zu zeigen, was man hat und was er ist. Wie soll er kapieren? Was hast du gegessen? Fleischig. Und was ist das? Schokolade, milchig. Geht nicht jetzt. Also nicht zu erklären zu viel.
ihm zu verstehen zu geben, du bist fleischig und das ist milchig, das geht nicht. Was ist das? Was ist das? Das ist doch milchig. Und was bist du? Fleischig. Schluss. Bis er wird kapieren die Sache. Und genauso dem Wort kasher und lo kasher, das ist die Sache, was Eltern müssen überall, ja bitte. Wie lange warten bei Kindern zwischen milchig, fleischig, fleischig, milchig? Ich würde sagen so, bei kleinen Kindern, die noch nicht verstehen, ja, ganz kleine Babys, also 1, 2, muss man nicht viel warten. Also man braucht nicht die 6 Stunden warten. Aber Kinder schon von 4, 5 Jahren sollen schon warten. 6 Stunden? Ja, warum nicht? Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Eine kluge Mutter soll rechnen ihre Mahlzeiten. Wenn ein Kind will etwas, dann ist das Luxus. Wo steht geschrieben, dass immer, wenn man will, Luxus soll man essen? Ich rede nicht jetzt elementare Essen. Normalerweise geht es um Schokolade, deshalb gibt es verschiedene Familien, die das anders überlegen. Bei meinen Eltern war fleischig bei Nacht, um nicht die Kinder in Versuchung zu stellen am ganzen Tag. Aber später gibt es in die Schule Mittag schon fleischig. Denn ein Kind soll wissen, 6 Stunden geht nicht. Und die Mutter soll planen, ihre Abendessen 6 Stunden danach. Wenn die Kinder sind 3, 4, ich würde vielleicht sagen, dass man kann auch 4 Stunden warten. Aber schon beginnen den Begriff 6, weil ein Kind hat noch keine Zeitorientierung und er versteht das noch nicht. Aber ich sehe keinen großen Bedarf, diese 6 Stunden zu brechen, weil es geht nicht jetzt um Hunger. Es geht meistens um Luxus, um Nasch, um Schmonzes. Dass die Kinder sowieso brauchen wie ein Loch im Kopf und nur doppelt lebendig davon wissen werden. Ja. Fleischig, besari. Milchig, chalavi. Also immer nutzen die Wörter und genauso parle. Tagili, es ist Sakinze. Es ist Sakinze. Es ist Sakinze. Chalavi. Chalavi, also nehmt ihr mich damit sie? Lelechem. Also gibt's zu Hause Messer, wo man schneidet Brot. Messer, wo man schneidet Brot, ist Parve. Und in dem Moment, wo es Parve, kannst du nicht nutzen für milchig oder für fleischig. Weil es kann bleiben auf dem Messer Spuren von Butter oder Spuren von Senf und Wurst. Dann kann das Balagan sein. Und der Brot selbst, was hast du geschnitten? Du kannst haben auf eine Scheibe beim Schneiden. Deshalb gibt das jeden. Heute ist das auch populär. Man kauft geschnittene Brot schon. Dann braucht man nicht... Aber ich mag das nicht irgendwie. Also, weil immer hast du eine Laune für eine andere Scheibe. Auch dem Schneiden an sich bei dem Sandwich hat auch so eine schöne Sache. Deshalb gibt es milchig, fleischig und Parve. Und da gibt es verschiedene Sachen. Milchig und fleischig geht nicht zusammen. Und warum geht nicht milchig und fleischig zusammen? Weil Hashem hat gesagt, in Torah soll man nicht essen. Aber wenn ein Kind fragt, warum, welche Erklärung kann man ein Kind geben, warum isst man nicht fleischig und milchig zusammen? Ich habe gesehen eine interessante Erklärung von Rabbi Avigdor Miller. Er sagt, dass man kann den Kindern erklären, dass milchig kommt vom Leben, wenn die Kuh ist noch am Leben, und fleischig kommt, wenn die Tiere sind tot. Also um Fleisch zu essen, muss man dem Tier töten. Und milchig, Joghurt, Butter, Käse, nimmt man von der Kuh, wenn sie lebt noch. Und die Tora wollte nicht Leben und Tod zusammenmischen. So hat er gesagt, so hat man erklärt in Lakewood, in die Yeshiva dort für die Kinder, warum soll man nicht essen milchig und fleischig. Also wenn man das erzählt, Kinder, manchmal, aber sowieso seine Chok, sein Gesetz, Hashem wollte, soll man nicht essen milchig und fleischig zusammen. Milchig und Fisch, ist erlaubt oder nicht? Ja. Milchig und fleischig und Fisch geht. Aber nicht in demselben Besteck, nicht in demselben Service und normalerweise nach Reihenfolge. In einem guten jüdischen Stub, man serviert zuerst Fisch und dann Fleisch. Und zwischen Fisch und Fleisch muss man Mund schwenken. Das heißt, Mund spülen, was zu trinken. Und deshalb bei uns zu Hause gibt man die guten Getränke immer zwischen Fisch und Fleisch. Und warum? Nicht, weil wir sind sparsam zu geben, den Trinken vor dem Fisch. Soll sein bewusst, dass die Kinder sollen wissen, zwischen Fisch und Fleisch muss man Mund spülen.
Und wenn du legst am Schabbat gute Getränk zwischen Fisch und Fleisch, du bist 100% sicher, niemand wird es vergessen. Das wird er nicht vergessen, sein Mund spülen, er wird schon trinken, 100%. Torah. ככה כתוב בתורה. ככה כתוב בתורה. תורה, תורה, תורה. Das Wort Torah, ein Kind fragt warum, ככה כתוב בתורה. אבל למה? ככה השם רוצה. ככה כתוב בתורה. In dem Moment, wo wir kommen zum Kinder mit einer klare, ככה כתוב בתורה. Hast du verstanden? So ist es. Und genauso Mitzvah. Und deshalb, nicht immer nutzen nur den Worte Kabedet, aber wird immer. בוא, אתה רוצה לעשות מצווה? נם דיין ברודר ונמח זו ונזו. אתה רוצה לעשות מצווה? זיץ מדיין ברודר ונרקלרם דס ונדס. אזו אוך מוטיבירם מדמבורת מצווה. מצווה צומרן פונייד מצווה ורד גישבת עם מלאך ומצווה איזה נגוטה זכר. יצט קינדר מוזן לרנן דיגנצה צייט זגן בעזרת השם ונברוך השם. דיגנצה צייט. מה שלומך? ברוך השם. בוזה איתיר זומר ופליגן אח ישראל בעזרת השם. אזו יידישי קינדר זול אימר נוצן דם וורט ברוך השם ובעזרת השם. ונבואר זול זי דס לרנן? זי זול דס לרנן פון אונס. ירקנט נשט פורשטלן ויש מיש ארגרה ונשאר איני פילוט עם פלוקצויק זקט In 3,5 Stunden landen wir in Ben-Gurion Airport. Und was ist Bezrat Hashem? Sag, mit Gottes Hilfe. Die reden, als ob alles ist in meiner Hand. Er ist 100% in einer Stunde in Berlin. Sag, Bezrat Hashem. Gott wird dir helfen, unterstützen. Deshalb, אנחנו באים אליכם לשבת, wir kommen zu euch zum Shabbat. Bezrat Hashem. Wir sehen uns nächste Woche, Bezrat Hashem. Also Bezrat Hashem ist immer beim jüdischen Stub. Bezrat Hashem, mein Kind, geht vom 1. Klasse zum 2. Klasse. Bezrat Hashem, nächsten Freitag kommen die Zeugnisse. Also immer nutzen das Wort Bezrat Hashem und Baruch Hashem. Kann man das auch sagen in Deutsch? Gottes Hilfe oder Gott sei Dank. Aber es ist wichtig, לעולם יהיה שם שמיים שגור בפיו של אדם. שתי דגישים, דס יוסף, הצדיק, וריינר פולקריישר מנש, ולרתימר גזק ברוך השם ובעזרת השם. ויהיה איש מצליח, וריינר פולקריישר מנש. The next begriff heißt, an Gott glauben. In jeden schwierige Sache, müssen wir die Kinder und uns selbst an Gottes Glaube beizubringen. Wir haben keinen anderen Weg, die Kinder in schwierige Sachen beizubringen. Jemand ist gestorben, was sagen wir? Wir glauben, dass die Toten werden aufstehen. Es schmerzt uns, aber wir glauben. Wir glauben, dass Gott weiß, was er tut. Wir glauben, dass es gut wird. Wir glauben an Hashem. Also die Glaube ist, was ist Glaube? Glaube ist dort, wo du nicht realistisch die Sachen erklären kannst. Deshalb müssen wir die Glaube immer in ein jüdisches Haus beibringen. Deshalb, ein Kind sagt dir, er hat einen Test. Was sagst du ihm? Komm, hast gut gelernt, hier ist eine Münze, leg Zdaka und bete Gott, dass er dir hilft, heute bei der Prüfung erfolgreich zu sein. Das heißt, auch die Erwachsenen sollen die Kinder auch Beispiel bringen. Papa und Mama haben einen wichtigen Termin, sie haben eine Situation. Sollen die Kinder sehen, dass Mama und Papa geben Zdaka und glauben an Gott. Ich weiß nicht, wie es bei euch, aber wir versuchen immer, wenn wir gehen zu einer langen Reise oder verlassen dem Haus alle zusammen, wir stehen bei dem Mezuza und wir sagen, Hashem, ich moro zetiu, wo im Atab Adolam. Hashem, bitte, lass mich geschützt, zurückkommen nach Hause, gesund, soll nicht passieren. Es ist sogar passiert, dass wir schicken die Kinder vom Aufzug zurück, wohin? Zu Mezuza. Kann nicht sein, dass man geht nicht raus von zu Hause, ohne an Hashem zu glauben, beim Eingang und beim Ausgang. Die ganze Reise ist nicht
geschützt, wenn ein Mensch holt nicht Gottes Segen. Deshalb soll man geben Zedaka. Der letzte Begriff heißt Ahavat Israel. Ahavat Israel, was braucht man in ein jüdisches Haus? Zu verzichten ein bisschen, stimmt? Ein Kind nimmt von dem anderen, streiten. Anstatt zu sagen die ganze Zeit, Tevater, 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 gib nach, gib nach, sag dem Kind, Maim Ahavat Israel, Maim Ahavat Israel, Zarich Ahavat Israel. Man braucht einen jeden lieben. Ahavat Israel bedeutet dem anderen dem nächste Liebe. Und deshalb das Wort Ahavat Israel ist sehr gut. Ksat Ahavat Israel, Tevater lo, ein Kind hat eine... so Streit. Nicht Streit. Der hat so eine Schlange von Süßigkeit. Wie heißt das? Sauermix. Und der andere hat schon seine gegessen. Wie sagst du jetzt, dein Kind soll er geben seinem Bruder noch eine? Ahavat Israel. Ja, Ksat Ahavat Israel. Ten lo odechad. Gib ihm noch eine. Sonst, warum soll er ihm geben? Er hat schon seine gegessen. Mitzwa hat er keine Lust jetzt zu machen. warum soll er ihm nachgeben? Nachgeben kommt immer, wenn man hat Ahavat Israel. Ahavat Israel bedeutet in andere Wörter, das was du willst, soll man dir antun, tu auch dem anderen. Du willst, wenn du hast gegessen, dein Sauermix, soll man dir auch geben. Stimmt? Auch wenn hast du gegessen. Dein Bruder hat jetzt auch gegessen, er will noch ein Stückel. Und du als Vater und Mutter willst die Kinder ein bisschen motivieren. Sagen Ahavat Israel. Das sind die 30 Begriffe. Die haben wir rausgeholt. Ich habe auch ein paar Kinder mit 4-5 Jahren gefragt. Und auch Alephbet, so was steht auf dem Cheder oder so. Das sind die Haupt. Jeden jüdisches Kind in diesem Alter muss diese Begriffe wissen. 100%. Jetzt können die Leute was